hallo meine Damen und Herren. Heute ist wieder, jetzt passt's ja, Wintertime. Also nicht Birgit Kelletime, sondern Achim Wintertime. Ich hoffe, das macht Ihnen nichts aus. Ja, ich habe ordentlich Lampenfieber gehabt, weil ich die letzte Sendung bei meiner Schwiegermutter gemacht habe und dummerweise gefragt habe nachher, was sie davon hält. Eine sehr kritische Frau, die dann mich lang anguckt und sagt, naja, man kann's so machen, nicht? Also ich glaube, meine Schwiegermutter ist eher auf der Birgit-Kelle-Seite, obwohl es natürlich keine Trennung und keine Konkurrenz da in diesem Fall gibt. Ich bin nämlich der größte Birgit-Kelle-Fan. Ich sitze hier an meinem Schreibtisch und habe zufällig meine Bücher vor mir liegen. Und da ist von Birgit-Kelle 2 Stück dabei. Mutter, Tier und dann mach doch mal die Bluse zu. Also ich bin ganz verkält sozusagen. Und hab weiterhin das Glück, jetzt natürlich zum Wetter zu passen, also Wintertime, ne? Achim Winter, endlich passt's mal. Und ich habe heute einen glücklichen Menschen getroffen, das ist nämlich mein Sohn. Den habe ich gefragt, worüber soll ich denn sprechen? Und da meinte er nur, ist denn irgendwas Spezielles passiert? Und da wusste ich, okay, das ist ein glücklicher Junge, der hat seine Freundin, der bereitet sich aufs Abitur vor und der hat nichts gemerkt von dem, was uns so beschäftigt. Ist aber auch ganz klar. Ich gebe Ihnen zunächst mal jetzt die Telefonnummer durch, damit Sie anrufen können und mir erzählen können, was Sie bewegt und was Sie gerne loswerden wollen oder was Sie einfach mit mir plaudern wollen. Es gibt hier keine Regeln. Reden Sie, worüber Sie wollen. Natürlich meistens über die aktuellen Geschehnisse. Das muss aber nicht sein. Und Sie müssen auch keine Angst vor mir haben. Ja, also es gibt immer wieder Leute, die sagen, oh, du bist mir zu gefährlich, du bist mir zu sarkastisch und so. Völliger Blödsinn. Ich bin ein sehr netter Kerl. Ja, und Sie können ruhig gerne anrufen. Ich freue mich. Die Nummer ist 0800 00 900 900. 0800 00 900 900. Das ist eine Nummer, die aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vollkommen kostenlos ist. Sie gehen also kein Risiko ein und können dann hier selbst auf Sendung gehen. Ja, mein Sohn jedenfalls, der hält sich von Podcasts und Sachen fern, denn der hat dieses Schicksal, dass wenn er morgens aufsteht, dann findet er zwei Eltern, die an den Podcasts hängen. Ja, natürlich morgens Kontrafunk aktuell, das ist das Erste, das hören wir alle und dann geht's gleich weiter mit Tichy, mit dem Wecker und dann gleich zu Roger Köppel rüber und so weiter und da ist er ein bisschen irritiert, dass wir morgens schon quasi einen dicken Hals haben von dem, was wir gehört haben. Die Sonntagsrunde, also wenn andere Leute sonntags Ruhe haben, dann hören wir natürlich die Sonntagsrunde und das ist die wichtigste Sendung in der Woche und deshalb sind meine Kinder bzw. mein Sohn ein klein bisschen weniger interessiert offenbar an den Dingen, die aktuell passieren. Das sind natürlich jetzt in dieser Woche, neben dem Tod von Franz Beckenbauer natürlich, die Bauernproteste. Und ich glaube, das wäre ganz schön, mal darüber zum Beispiel zu reden. Und ich habe gleich eine Frage. Ich wollte der Sache ein bisschen was Lustiges abgewinnen. Vielleicht kennen Sie ja eine passende Bauernregel, die jetzt auf die Situation passt. Noch einmal 0800 00 900 900. Das ist meine Nummer, unter der ich auf Sie warte. Und bis Sie anrufen, hören wir eine kleine Musik. Und zwar von Fleetwood Mac. Albatross. Ist das nicht schön? Oh Gott, ich glaube, ich habe sogar noch die Vinylschallplatte hier irgendwo rumliegen und das höre ich mir nachher an. Aber jetzt gibt es Wichtigeres, denn jetzt habe ich einen Anrufer und freue mich sehr auf Herrn Meister. Hallo Herr Meister. Hallo Herr Winter, ich rufe aus Berlin an. Das hat nachher mit meiner Sache auch was zu tun. Ja. Also es tut mir leid, wenn ich jetzt auf Ihre Bauernregeln nicht eingehe. Nein, das war jetzt zu schnell auch. Ich wollte zu Ihrer letzten Sendung noch was sagen. Ja. Und zwar vor 14 Tagen. Und zwar hatte ich die gehört, aber leider um 11, sodass ich sie nicht mehr anrufen konnte. Ja. Und da hatten Sie ja ganz nett umrahmt jetzt mit den Rauhnächten, aber da ging es ja eigentlich im Besonderen darum, jetzt die Ampel muss weg und Neuwahlen. Ja. Wenn Rauhnächte ich das richtig wiedergebe. Ja, so ungefähr, ja. Das ist sehr gut. Die beiden Themen passen ja auch prima zusammen. Also, ja, genau. Aber es ging überwiegend bei den Anrufern darum, die Ampel muss weg und wir brauchen dringend Neuwahlen. Ja. Und wenn ich das richtig jetzt wiedergebe, dann war das so, dass die meisten Anrufer gesagt haben, ja, wir wollen dann Neuwahlen. Und sie haben dann ganz zögernd mal angeführt, na ja, aber was würde sich dann ändern? Und da wollte ich jetzt was zu sagen. Ja, bitte.
Ja, und zwar Folgendes. Das spielt ja jetzt auch bei den Bauernprotesten eine Rolle, dass also viele sagen, die Ampel muss weg und es soll Neuwahlen geben. Und dann muss man sich wirklich fragen, was ändert sich? Und deshalb komme ich darauf zurück, dass ich aus Berlin anrufe. Nämlich vor einem Jahr hatten wir ja die Wiederholung der Wahl. Und zwar ist dann Herr Wegener von der CDU ganz groß rausgekommen, weil er sich als starken Mann da hingestellt hat nach den Silvesterkrawallen und ist dann auch gewählt worden. Und was war? Er musste sich einen Partner suchen. Und das war dann die SPD und Frau Giffey hat sich dann sehr hoch bezahlen lassen, dass sie also den Bürgermeistersitz da abgegeben hat. Und da haben wir genau die Sache, die uns bei einer Neuwahl auch wieder passieren würde. Also wir haben gedacht, jetzt mit Herrn Wegener wird das anders, aber nichts wurde anders. Also was haben wir? Wir haben die Tatsache, dass das Asylproblem überhaupt nicht angefasst wird. Abschiebestopp bis Februar, dann kommt hinzu, das allererste, was Herr Wegener eingerichtet hat, er hat also einen LPTP und was weiß ich, einen Beauftragten eingerichtet, das war Herr Alfonso Pantisano und dann wurde für jeden Bezirk auch noch einer eingerichtet und jetzt haben wir den Abschiebestopp, jetzt haben wir also jetzt die Unterbringung in 4-Sterne-Hotels und jetzt in Tegel auch und das kostet ja eine ganze Menge Geld. Ja. Und dann kommt noch hinzu, wenn sich jemand als trans ausgibt, dann darf er gar nicht mehr abgeschoben werden. Und das ist ja Wegener. Dann konnte ich doch gleich die Grünen wählen. Ja, ich frage mich nur, warum. Das wäre meine Sache, dass man sich das überlegt mit der Neuwahl. Ja. Also solange wir die Brandmauer haben, ändert sich nichts. Die CDU braucht einen Partner und wird dann genau das wieder so weitermachen, wie wir es bisher hatten. Ja, also ich bin ja ganz Ihrer Meinung, meine Hoffnungen halten sich in engen Grenzen, ja. Ich habe vor kurzem mit Markus Kall gesprochen und der hat ja so schön zum Besten gegeben, man muss die Sache weiter noch in die Krütze fahren lassen, damit es dann nicht heißt, hätten Sie noch ein bisschen Zeit gehabt, dann wäre es besser geworden. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Ich frage mich auch, warum der Herr Wegener nicht ein bisschen jetzt konservativere Politik macht, wenn er die Grünen nicht mehr am Hals hat. Wahrscheinlich hat er Angst davor, bei irgendeinem Empfang in der Stadt dann irgendwie ausgebuht zu werden oder so. Aber es gibt ja noch das Modell Boris Rhein. Ja, Boris Rhein ist ja ein durchaus konservativer Politiker hier in Hessen gewesen. Und der hat ja also vor der Wahl Kreide gefressen, bis es gekracht hat. Ich habe mich sehr gewundert. Um dann aber Nägel mit Köpfen zu machen. Und der macht jetzt Dinge, die konservativere Naturen natürlich sehr recht sind. Das heißt also, da würde man hoffen, dass die CDU vielleicht jetzt sich noch so gebiert, wie sie es tut. Und dann nachher ändert sich ein bisschen was. Aber die Hoffnung ist natürlich mit Herrn Merz sehr gering, glaube ich. Ja, klar. Also ist ja die Problematik. Und jetzt hat man ja bei Carsten Linnemann gedacht, da kommt ein vernünftiger junger Politiker ran. Und wenn man jetzt mitbekommt, dass er also Frau Merkel wieder aktivieren will und dann die uns das Ganze ja eingebrockt hat. Nicht? Ja. Ganz davon abgesehen, dass Frau Merkel jetzt nur ein Büro in bester Lage in Berlin mit 10 Angestellten hat. Das steht ja eigentlich gar nicht zu. Und die sollen nun wieder aktiviert werden. Also das heißt, die CDU bleibt doch so. Ja gut, die Frau Merkel ist natürlich in ihrer Wohnung sehr einsam. Ja, da ist es natürlich ganz schön, wenn man ein bisschen Kaffee trinken kann mit den Angestellten. Herr Meister, das sehe ich genauso. Also der Herr Linnemann ist natürlich, der ist natürlich ein Maulwurf der AfD. Der soll also für die AfD Wahlkampf machen. Das ist nicht anders zu erklären. Ja. Herzlichen Dank, Herr Meister. Ich habe nämlich jetzt noch jemand in der Leitung. Danke für den Anruf und frage jetzt den Herrn Mertens, den ich ebenfalls in der Leitung habe, zu seiner Meinung. Hallo, Herr Mertens. Ja, hallo, Herr Winter. Ja, hallo. Kann man mich hören, ja? Ja, ich höre Sie jedenfalls. Ja, klasse. Ja, Ihre Einleitung vorhin mit dem glücklichen Sohn, ne, und dass Sie da immer so ein bisschen gebrieft sind morgens, wenn Sie die Podcasts hören, das geht mir ja fast so auch so ein bisschen. Ne. Morgens ist natürlich die Kontrafunk aktuell und am Wochenende natürlich auch Sonntagsrunde, das ist Pflichtprogramm bei mir. Ne. Aber manchmal ist es schon so ein bisschen bedrückend, wenn man so hört, was alles wieder in der Welt los ist, ne, im Augenblick. Und heute Morgen war ja auch Debanking ein großes Thema. Das ist schon eigentlich schlimm, ne? Ja, da bin ich schon ein bisschen entsetzt.
Ja, also auf mich hat's, also auf mich hat es eine therapeutische Wirkung. Ja, das ist bespreche ich oft auch mit Burkhard Müller-Ulrich. Man hört andere Leute und kann sagen, ja genau, das die denken so ähnlich wie ich und die empfinden dieselben Missstände und sowas. Also ich habe mich entschieden, das Ganze positiver zu sehen, weil es natürlich auch eine sehr ernste Lage ist und man sich freut, dass andere Leute auch noch ein bisschen so in diese Richtung löcken. Ne? Auf alle Fälle. Also ich meine, ich bin ja auch hier regelmäßiger Hörer. Ja, ich stehe zu Hause, bin nicht immer derjenige, der als erstes aufsteht. Und dann wird das natürlich gleich eingeschaltet. Ne? Und dann höre ich mir das mit Genuss an. Wir haben ja hervorragende Sprecher auch. Das macht ja wirklich Freude, dann das anzuhören. Allerdings. Genau, dann sind Sie aber einer von, ja, dann sind Sie aber einer von denen, die der Herr Kretschmann vielleicht ein bisschen im Auge hat, wenn er sagt, dass Sie hören also die falschen Medien dann, ne? Also Sie sind dann quasi einseitig informiert. Ja. Kretschmer also heißt er. Kretschmer. Das ist seine Sicht, ja. Und ich meine, ich bin auch, muss ich sagen, sehr unglücklich darüber, wie das jetzt im Augenblick auch mit dem Bauernprotest läuft. So, es wird ja alles, ich meine, das sind alles gute Bürger, das sind diejenigen, die das hier alle am Laufen halten. Ne? Und es wird alles immer in so eine rechte Ecke gestellt. Es wird alles diffamiert, versucht schlecht zu machen. Das ist schon schockierend, ne? Was im Augenblick so an Meinungsmache ist. Ne? Und dann regen sie sich immer auf, die Grünen vor allen Dingen. Ja, es wird irgendwie so von der anderen Seite so alles schlecht gemacht und so. Das stimmt eigentlich gar nicht. Ich meine, es ist... Es kommt im Augenblick so aus der Regierungsecke eigentlich, ne? Diese ganzen, ich möchte es fast Diffamierungen nennen, ja, weil so ein jeder, der irgendeine andere Meinung hat und diese Meinung auch demokratisch äußert, wie jetzt zum Beispiel die Bauern, es wird zumindest gedroht, in die rechte Ecke zu stellen oder sie sollen sich nicht mit irgendwelchen Leuten verbrüdern oder sonst irgendwas, ne? Aber es kommt immer diese Keule, es steht immer so im Hintergrund, ja, ich stelle euch da jetzt gleich in diese Ecke rein. Ne? Ja, und ja, dann natürlich. Seid ihr die Bösen. Ja, gut, das kennen Sie ja wahrscheinlich. Haben Sie Geschwister? Ja. Haben Sie? Ja, genau. Da werden Sie sich erinnern, vielleicht, wie das so war, wenn Sie nicht gespurt haben zu Hause. Da, ne, da gab es das auf die Ohren. Und das ist genau, was hier jetzt passiert. Die Bauern, die sollen sich natürlich benehmen. Und zwar, was sie auch sehr gut tun, finde ich. Vielleicht sogar ein bisschen zu gut. Und die kriegen natürlich von Papa und Mama eins auf die Ohren. Das ist doch ganz normal, ne? Jedenfalls in früheren autoritäreren Zeiten. Gut, lieber Herr Mertens, herzlichen Dank für Ihren Beitrag, für Ihre Meinung. Das hat mich sehr gefreut. Ich habe schon wieder jemanden in der Leitung. Deshalb würde ich gerne da den Herrn Vollmer mal hören. Wiedersehen, Herr Mertens. Herzlichen Dank. Naja, guten Tag, Herr Winter. Ja, guten Tag. Wir haben schon mal miteinander gesprochen, wohl vor 4 Wochen. Ich wollte allerdings auch nur ganz kurz nochmal auf diese Neuwahlen eingehen. Ja. Ne? Und ich fand es sehr interessant, dass man als einfacher Bürger natürlich an einen Wechsel glaubt und den sich auch wünscht. Aber wenn ich mir das genau anschaue, dann sieht es ja so aus, wie es die Grünen am Anfang mal gesagt haben, der Marsch durch die Instanzen. Ich frage mich, was erstens mal haben die Parteien, so wie sie jetzt im Parlament sitzen, ich weiß nicht, was die für Führungskräfte noch haben sollen. Ich habe nichts mehr von denen gehört. Man hört immer nur die gleichen Leute, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass die ausgeblutet sind auf der einen Seite. Die andere Seite, die ich ganz wichtig finde, ist, es gibt eigentlich funktioniert, sollen ja die, sagen wir mal so, die gewählten Politiker, die müssen nicht unbedingt vom Fach sein, sondern sie müssen die Kompassfunktion haben. Und beraten werden sie eigentlich durch den Beamtenapparat. Und das ist das Interessante. Ich glaube eben, dass der Beamtenapparat durch unterwandert ist, genau wie die Politiker auch. Das heißt, wenn wir jetzt Neuwahlen kriegen, dann wird da in meinen Augen sich nichts verbessern können. Weil ich meine, wenn ich Beamter bin, dann bin ich halt an dem Tag, wo die Akten vorliegen müssen, bin ich halt krank. Na, was soll's? Ja, ja. Ja, na gut, das kommt natürlich.
Es kommt natürlich darauf an, wie das so gehandhabt wird. Wenn Sie ein beratungsoffener Minister sind, der von sich selber weiß, dass er wenig Ahnung vom Fach hat, zumindest weniger Ahnung vom Fach als die Ministerialbeamten, dann werden Sie natürlich in den Konferenzen gut zuhören. Ja? Ich habe aber den Eindruck, dass da jetzt eine Riege von Politikern an die Macht kommt, die vorher schon genau wissen, was richtig ist und genau wissen, wo der leuchtende Pfad hinführt. Und ich denke, das wird dann in den ersten beiden Sitzungen, wird es dann schnell klar, dass da nichts zu machen ist. Ich habe vor kurzem ein Interview gehört mit drei Energiewissenschaftlern. Die wurden dann allen Ernstes gefragt, wenn das alles mit der Energiewende überhaupt nicht möglich ist, rein technisch, warum haben sie das nicht bei der Regierung so vorgebracht? Und da haben sie erzählt, sie würden in leere Augen schauen, die A, keine Ahnung haben und B, nichts davon wissen wollen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen die Situation ist, ideologiegeladen und beratungsresistent. Ja? Ja, ich glaube halt, dass das nicht nur bei den Politikern jetzt hängt, sondern ich glaube, dass auch die Beamten unterwandert sind. Und die sind letzten Endes, die sind ja auf Dauer eingestellt und sollten nach Qualifikation eingestellt sein. Das heißt, die müssten eigentlich eins und eins zusammenzählen können, aber die haben auch alle Parteibuch. Und da habe ich das Gefühl eben, dass von dort aus gemauert werden wird. Und das, denke ich, war auch mit dem Marsch durch die Instanzen gemeint. Und Sie sehen ja, wie lange das bei den Grünen gedauert hat, ne? Ja, und spielen die Waffen noch eine Rolle, ja? Sie erinnern sich vielleicht an die Corona-Pandemie. Da wurde den Kritikern und den Skeptikern ja auch eindeutig gezeigt, wo die Reise hingeht und was passiert, wenn sie diese Kritik äußern. Ja, also da ist viel Angst im Spiel. Gut, herzlichen Dank. Ja, aber bei der neuen Partei oben, Entschuldigung. Ja, nee, bitte. Ich meine halt, wenn wir eine neue Regierung hätten, dann würden ja die Politiker dann Vorsitzender von den Ämtern sein. Und dann wäre eben die Frage, dass die sich eben mit ihren Plänen dann auch mit den Beamten beraten. Und da ist dann die Frage, was machen die Beamten? Also ich halte die Beamten nicht für bösartig, aber ich sage einfach mal, ich bin ja selber kein Beamter, ich kann mir das gut vorstellen, dass man da sehr gut Sabotage betreiben kann. Ich war zwar auch im öffentlichen Dienst und habe da so meine Erfahrungen gesammelt und habe auch gesehen, wie das oben funktioniert. Und es ist zum Teil auch ein Eigensinn der Beamten, der dann die Entscheidung gibt, ob ich da jetzt mitziehe oder ob ich da sage, das schmeckt mir aber nicht. Ne? Ja. Und ich bin kein Beamter, aber Sie sprechen da, ich habe Erfahrung in einer ähnlichen Institution und da sprechen Sie quasi vom Auflaufen lassen. Ja? Man kann also auch als... Auflaufen lassen ist eine ganz schöne Idee, finde ich. Mal sehen, wie viele Leute sich da entschließen können, jetzt gerade auch mit den Bauernprotesten. Herzlichen Dank, Herr Vollmer. Merci vielmal. Ich glaube, zur Erholung hören wir erstmal ein klein bisschen Musik und da freue ich mich sehr auf Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover. Ja, man fragt sich, wieso erwischt es die Bauern so arg? Die wollen doch nur arbeiten bei den Pandemie-Leugnern und den Klimaleugnern und den Ukraine-Leugnern. Da weiß man ja wenigstens, dass sie wirklich böse sind. Ja? Aber die Bauern, eine normale Berufsgruppe, die Tag und Nacht schuften muss, die sind jetzt auf einmal genauso böse, ohne dass sie was gemacht haben. Aber ich ahne das wirklich, dass da... dass die einfach jetzt böse sind, weil sie so lange Geduld hatten. Da gibt's ja diesen englischen Spruch, beware of the anger of a patient man. Also nimm dich in Acht vor der Wut eines geduldigen Mannes. Und das scheint mir genau hier der Fall zu sein. Und die Bauern sind auch das schwächste Glied. Ja, also quasi das kleinste Kind in der Familie und jetzt wird überall das Geld rausgeballert und zwar in allergrößtem Stil, ja, hunderte Milliarden Euro für fragwürdige Projekte und dann sollen die Bauern ihr Taschengeld abgeben, ja, sage ich jetzt mal locker. Also mit anderen Worten geht es dann irgendwie um ein paar Millionen Euro, was ja heute schon Peanuts sind und da heißt es, dann nehmen wir erstmal denen was ab, die sind ja sowieso Umweltschweine, ja, und
dass man da sauer wird, das kann ich sehr gut verstehen und erklärt auch ein klein bisschen, warum die jetzt so an die Kandare genommen werden. Sie benehmen sich ja gut, also ich höre nur, dass niemand Gewalt anwendet und alle immer ganz lieb sind, noch nicht mal Feuerwerk gezündet wird. Ich finde das ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Denn also zum Beispiel sich auf der Straße des 17. Juni parken zu lassen, eine Straße, die sowieso kein Mensch braucht, da stehen sie gut, besonders wenn es kalt wird. Ja, naja, ich habe aber ein paar Bauernregeln mal selber rausgesucht, meine Damen und Herren. Ich hoffe ja, dass Sie noch welche liefern hier, ein paar lustige, die zur Situation passen. Und da, die passen doch eigentlich auch ganz gut. Ja, was zu Silvester ausgesät, im September lauthals kräht. Naja, also was die jetzt anrühren, das wird dann vielleicht im Laufe des Jahres noch reif werden. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass die Bauern das einfach in 2-3 Wochen vergessen und wieder an die Arbeit gehen. Also wer so sauer ist, wird es wahrscheinlich beibehalten, nicht? Und denn auch die andere Bauernregel besagt ja, ist der Bauer völlig blank, gehört der Hof wohl bald der Bank. Nicht? Und mit diesem kleinen Bauernregelsatz, den Sie sich auf der Zunge zergehen lassen können, hören wir nochmal ein klein bisschen Musik, bis der nächste Anrufer kommt. Unter 0800 00 900 900 rufen Sie mich bitte an. Sie können hier alles loswerden, das würde mich sehr freuen. Und wir hören bis dahin noch Billy Idol mit Eyes Without a Face. Ja, und ich höre, wir haben einen Anrufer. Ich freue mich sehr, lieber Rupert. Hallo. Ja, hallo, Herr Winter. Guten Tag. Rupert ist mein Name. Wie der Vorname? Verstehe. Ja, Entschuldigung. Wir haben uns Mit B in der Mitte, sondern mit P wie Paula. Der Rupert, da haben wir uns ein bisschen vertippt hier, habe ich den Eindruck. Ja, einmal vertippt, einmal nicht vertippt. Sehr gut, alles klar. Von wo rufen Sie denn an? Es kann sein, ich habe schon gemerkt, Sie haben auch ein bisschen technische Schwierigkeiten, so wie ich auch. Ja. was halt bei mir auch möglicherweise damit zusammenhängt, dass bei mir immer der Verfassungsschutz mithört. Ah, ja, das verzögert sich und es klickt immer ein bisschen, ne? Genau. Da dürfen wir keine Reizwörter benutzen. Warum hört denn bei Ihnen der Verfassungsschutz mit? Was haben Sie denn Böses getan? Die schauen immer, ob ich brav bin, ja, weil ich in dem Besitz eines Jagdscheines bin und ob ich mir den lassen können oder nicht, das gucken die immer. Aber ich mach Politik und ziemlich happig. Und ja. Aber ich hab keine Sorgen damit, weil ich meine Rundschreiben, die ich immer verfasse, ich arbeite wissenschaftlich, ich mache Grundlagenforschung zu den ganzen Missverhältnissen, die wir haben, und ich suche Lösungen. Und diese Lösungen und diese Arbeiten, die verbreite ich dann immer über E-Mails. Da habe ich so ungefähr 100 Empfänger. Und da gehören natürlich Staatsanwaltschaften auch mit dazu, Bundesverfassungsgericht und so weiter und so fort. Die sind also über alles, was ich mache, immer genau unterrichtet. Ja, und da sind Sie sehr beliebt, ja, wahrscheinlich. Damit ich meine Vorurteile ein bisschen in Anschlag bringen kann, von wo rufen Sie denn aus? An, nicht aus, sondern an. Ich rufe jetzt von Pforzheim aus in Deutschland. Yeah. Aha, okay, also das ist gut, ist doch ganz harmlos noch, ne? Ja, und genau, und was liegt Ihnen auf dem Herzen? Ja, ich wollte eigentlich nur mal, habe ich vor kurzem mal Neugierde halber, ich bin ein forschender Mensch. Und die Neugierde ist das Erste, was ein Forscher so macht, dass er eben immer schaut. Ich bin von Beruf Apotheker, also ich habe auch immer von Berufswegen alle möglichen Forschungen immer betrieben und muss immer alles prüfen. Und ich habe so eine gute Begabung dafür. Und das habe ich dann irgendwann dafür verwendet, um zu überprüfen, was da eigentlich in der Gesellschaft so sich alles tut. Ja, und was ist denn Ihr spektakulärstes Ergebnis bis jetzt? Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, liebe. Was ist Ihr spektakulärstes Ergebnis? Also was hat Sie am meisten umgehauen von Ihren Erkenntnissen? Ja, und mein größtes Ding, deswegen habe ich dann auch mal angerufen, ist einfach das, dass es mir an den grundlegenden Erkenntnissen fehlt. Ich habe jetzt seit dem Corona, da habe ich natürlich auch viel gemacht als Apotheker, da fehlt mir seitdem eigentlich das richtige, sage ich mal, Verständnis dafür,
warum das eigentlich alles so ist. Und der hauptsächliche Knackpunkt, den wir haben, das ist, es fehlt an der Gerechtigkeit bei uns in der Gesellschaft, vor allen Dingen in den westlichen Gesellschaften. Die Menschen haben vor allen Dingen nur eins im Sinn, immer zu schauen, was können sie aus dem anderen rausholen. Das wird den Kindern schon beigebracht, nicht zu schauen, was kann ich für den anderen tun, sondern was kann ich aus ihm rausholen. Und ja. Da besteht zwischen den Menschen ein riesengroßes Ungleichgewicht, eine Unausgewogenheit. Ja, aber gleichzeitig... Und diese ganzen, ja. und gleichzeitig, diese ganzen Dinge, da, das vermisse ich halt, dass da nie eigentlich auch mal, da wird dann zwar über BlackRock und so weiter hergezogen und sonst alles Mögliche, aber selber machen die an, die betreffenden Leute, die darüber herziehen, das mit Begeisterung alles selber. Da ist zum Beispiel gerade einer, den Sie jetzt eben hier erwähnt haben, vorher mal wo hier erwähnt wurde, ein gewisser Markus Krall, ich nenne den bloß den Irrus Krall, weil der so viel wirres Zeug daherredet. Da muss ich immer wegschalten. Aha, und das sind alles Leute, ich sage, wir leben hier in den nordatlantischen Verbrecherstaaten und solange wir jetzt nicht mal dazu kommen, uns selber an die Brust zu klopfen und zu sagen, wir machen selber diese Verbrechen mit, wird sich nichts ändern. Ja, sehen Sie, da bin ich ein bisschen vorbelastet, weil ich kenne den Markus Krall als sehr netten Mann und guten Koch vor allen Dingen auch. Insofern höre ich mir seine Ideen immer gerne an. Sie sind auch meistens sehr plausibel, besonders dann, wenn man in die Tiefe geht und das Gefühl hat, man hat ihn an der Angel und ihn erwischt, dann geht's erst richtig los. Das ist zum Teil für einfache Gemüter wie mich recht deprimierend. Aber eine sehr interessante Meinung. Herzlichen Dank, Herr Hubert, das war sehr nett. Ich habe nämlich jetzt noch jemanden in der Leitung, deshalb müsste ich da übergehen. Herzlichen Dank, alles Gute nach Pforzheim und ich wende mich jetzt dem Herrn Döring zu. Hallo Herr Döring. Ja, guten Abend, hier ist Roman Döring, ja. Hallo Roman also, Döring, wie geht's denn? Ja. Den Umständen entsprechend gut, ja. Ja, mir ja. geht's wieder ein bisschen besser. Es sieht so aus, als wenn wir neue Aufträge bekommen würden. Ah, ja. Also Sie sind also quasi selbstständig? Selbstständiger Handwerksmeister, ja. Ein Betrieb, in dem wir Maschinenbau machen und erstellen und so etwas. Und wir haben das schon sehr, sehr deutlich gemerkt, diesen Rückgang, ich sage jetzt mal im Maschinenbau, der locker mal so rund 5% ausgemacht hat im letzten Jahr. Ja, lieber Herr Döring, ich habe so das Gefühl, dass wir hier eine sehr schlechte Leitung haben. Ich verstehe Sie kaum. Ich schlage vor, dass Sie nochmal versuchen anzurufen, damit wir die Leitung mal neu aufbauen. Ja, genau. Sehr schön, ja. Und ich würde natürlich auch dringend bitten, meine Damen, wir sind ein bisschen männerlastig. Das ist zwar bei uns nicht so schlimm wie anderswo, aber rufen Sie ruhig auch an, meine Damen, und heben Sie nicht alles für Birgit Keller auf. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass sich da so eine Art geschlechtliche Arbeitsteilung jetzt entwickelt. Die Männer rufen bei mir an und die Frauen bei der Birgit, das wäre natürlich nicht so schön. Also bitte, meine Damen, rufen Sie ruhig an. Ja. Und und ich habe mich auch gefragt, warum sind die Bauern jetzt so dermaßen im Fokus? Denn eigentlich müsste man doch annehmen, dass Leute, Bauern, man denkt da immer an die Nesteier und an die Hofläden, in denen man gerne geht, in die man gerne geht und wo man seine naturbelassenen Sachen kauft. Warum sind die Bauern jetzt so im Fokus und werden so auch als rechts geframed? Aber wenn man sich das genauer überlegt, war das ja eigentlich schon immer so. Ja? Also die Bauern haben ja verschiedene Merkmale, verschiedene Schwächen. Sie sind meistens selbstständig, ja, also haben wahrscheinlich auch eine Art liberalen Touch, sind schwer zu kontrollieren. Und dann sind sie Bodenbesitzer oder Grundbesitzer, also irgendwie auch schon recht verdächtig. Und der Herr Döring ist wieder da, höre ich gerade, genau. Und deshalb eignen sich oder haben sich schon immer geeignet als, ich sag mal so, Buhmänner. Das sind eben Menschen, die was besitzen, die tun, was sie wollen und die Tiere zum Töten bringen und den Boden zu sehr düngen. Und es gibt da ein paar Latzhosen-Exemplare mit einem kleinen Hof, die sind sehr nett, die sind so Habeck-Style, ja.
Die sind natürlich beliebt, aber das sind nicht so viele. Und die haben vielleicht auch einen großen Traktor, aber der normale Bauer muss natürlich betriebswirtschaftlich handeln und muss das tun, was er tun muss, nämlich einen Haufen Nahrungsmittel herstellen und ist deshalb per se vielleicht nicht ganz so netter, sondern fällt ganz schnell auch im Laufe der Jahre in die Kategorie alter weißer Mann. Ich habe jetzt noch einen, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber einen, ich nehme an, einen weißen Mann, den Herrn Döring, den wir ja jetzt nochmal in der Leitung haben, in der Hoffnung, dass es diesmal ein bisschen besser klingt. Lieber Herr Döring, hallo. Ich bin wieder dran. Ja, sehr schön. Ich hoffe, dass die Leitung jetzt besser ist. Ja. Also prima. Ja, also mit den Landwirten, klar, die sind natürlich vor allen Dingen mal autark, also nur um das Gespräch jetzt aufzunehmen. Und ein Streichelzoo hat keiner von denen. Also so in dem Moment, wo einer Tiere hat, dann muss er sie auch irgendwann mal auf die Schlachtbank führen. Ne? Das ist halt eben mal so. Ja, ja, das Also egal, wie lieb der zu den Tieren ist, ich habe selbst mal ein halbes Schwein gekauft von einer jungen Dame, die halt eben so einen Landhof hat. Und ich war ganz begeistert, dass also sie war Freilauf, war ganz super. Und ich glaube, dieses halbe Schwein, das hatte so um die 50 Kilo, das war also ein Riesenschwein. Mhm. Und als ich das ausgepackt habe und es war also so grob geviertelt, wir haben das dann später verwurstet, privat, ja. Und dann hat sie ihr Handy aufgemacht und hat mir gezeigt, wie die Schweinchen am Abend zuvor noch auf ihrem Hof rumgelaufen sind und die haben gehört wie Hunde. Also die sind ganz lieb gewesen und hat sie gesagt, ja, es tut mir selber immer so leid, aber irgendwann müssen sie gehen, ja. Ja, und, ja, aber genau. Ja. Jedenfalls haben sie es definitiv gut gehabt. Also das waren freilaufende Schweine und ich habe das auch viel lieber verwurstet, als wenn ich halt eben jetzt hier aus irgendeiner Qualzucht möglichst noch aus dem Ausland mit ganz langen Tiertransporten oder sonst irgendetwas das eben hier verarbeiten müsste für mich. Ja, ja, also das ist natürlich, Sie outen sich natürlich als ein Verwurster, ja, also muss ich mal ganz ehrlich sagen, ja, also Sie ja sind, Sie haben die, privat. Sie haben die, nein, es ist jetzt ironisch gemeint, Sie verwursten Schweine, Sie sind also nicht bei der Transformation sind Sie nicht vorne mit dabei, sage ich jetzt mal, denn das Ziel soll nein, ja sein. Wahrscheinlich. Ich bin ja auch ach so, Jäger, ja, ja, also, ach du lieber Gott, ja, also ein Bambi-Killer, ja, also da sehe ich für Sie leider schwarz, Herr Döring. Aber wie ist es denn so mit dem Handwerksbetrieb? Haben Sie da... Also das Ziel muss ja sein, keine Tiere mehr. Ja? Es gibt ja jetzt in Spanien eine Firma, die mit dem 3D-Drucker vegane Schnitzel druckt, die angeblich ganz toll sind. Mhm. Geht die Reise hin. Das geht auch richtig mit richtigem Fleisch. Ja, das habe ich also neulich erst gesehen. Das geht sogar mit richtigem Fleisch. Ja, Wahnsinn. Aha, naja gut, also jedenfalls vom Fleisch müssen wir weg, von den Tieren müssen wir weg, von der Überdüngung müssen wir weg, von den Großbetrieben müssen wir nicht weg, denn was bleibt denn übrig, wenn die kleinen Bauern alle über die Wupper gehen? Ich weiß es nicht, das fängt ja schon an, ich sag jetzt mal, mit Wild aus der freien Natur. Ja. Da geht das ganze Problem ja schon los. Was mich unglaublich ärgert, ist der Fleischpreisverfall. Wenn man also, ich sage jetzt mal, Wild zukauft, dann gehen da Preise einher für ein Wildschwein, natürlich noch in der Decke, also komplett. Und da haben die Jäger schon Probleme, das für 2 Euro pro Kilo zu verkaufen im Stück. Warum? Und dann denke ich mir, okay, wie kann das eigentlich sein? Das ist die letzte wertvolle Ressource, die wir noch haben. Da ist kein Tiertransport drin, da sind keine Chemikalien drin, keine Impfungen oder sonst irgendetwas. Ja. Wieso wird das so wenig anerkannt? Wieso ist das so eine schlimme Sache? Wie kann dieser Preisverfall da so sein? Ja. Ich kann ihn gar nicht nachvollziehen. Ich kann, ja, das kann ich Ihnen erklären. 100% Bio, ja, also besser geht ja eigentlich gar nicht. Ja, aber man trifft es nicht an. Ja, also da ist jetzt der Verbraucher jetzt, ich zum Beispiel, steht da auf dem Schlauch, weil ich würde sehr gern Wildschwein verzehren, aber das ist im Fleischangebot einfach nicht drin. Also es kauft irgendwie kein Supermarkt oder kein Metzger oder sowas. Da also da scheint die, da ist eine Lücke, ne? Genau. Aber wie ist es denn mit da Ihrem Handwerks... Im, 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 ja.
Wie ist es denn mit dem Handwerksbetrieb? Verkauf, also in der Vermarktung, aber ich weiß, dass die Jägerschaft das macht. Ich weiß, dass sie Schwierigkeiten hat dabei. Mhm. Was mich am meisten ärgert, ist, wenn ich höre, dass also zum Beispiel Jagden veranstaltet werden, ich glaube im Rheinland-Pfälzer Raum, wo Jagd zwar ausgeübt, aber ja, dass die Tiere nachher, und zwar, weil man gar nichts mehr dafür an Ertrag hat, dass sie einfach nur weggeworfen werden. Das heißt also, die Abdeckerei, die gehen direkt in die Abdeckerei und werden gar nicht mehr vermarktet, weil die Beschau der Tiere so teuer ist, dass man da gar keinen Ertrag mehr draus hat. Und dann wird es nämlich zur Perversion. Ja. Dann macht es keinen Sinn. Dann ist das heißt also, alles völlig sinnfrei. Das geht so ein bisschen in die Richtung, durch die enorme Bürokratisierung all dieser Dinge wird es einfach nicht mehr darstellbar. Ja, wie ist es denn mit dem Handwerks? Ich habe von Kollegen gehört und ich war entsetzt. Also jetzt switchen wir rüber zum Handwerksbetrieb. Kein Problem. Ja, bitte. Ja, genau. Wie läuft es denn da so bei Ihnen? Das ist ja bestimmt auch nicht so einfach. Also die Aussichten auf dieses Jahr sind eigentlich recht ordentlich. Ich hoffe natürlich, dass die Angebote alle irgendwie auch erteilt werden, die wir da gemacht haben. Aber ich sage jetzt mal, das letzte Vierteljahr im letzten Jahr war eine Katastrophe. Das betrifft mehrere Industriebetriebe, die also auf die sehr, sehr konsequente Sparkasse gedrückt haben, haben gesagt, nee, es geht nichts mehr raus. Wir haben auch Angst gehabt vor der Zukunft, vor Energieknappheit. Und ich denke mir immer, ja, wenn da sowas rumgeht und der Herr Habeck kündigt an, ja, wenn es der Ukraine schlecht geht, dann müssen wir im Winter halt eben unserer Industrie den Strom abdrehen. Ich glaube schon, dass das jemand hört. Ich glaube, dass das ernst genommen wird. Ich bin ganz sicher, dass es ernst genommen wird und da hat keiner mehr Vertrauen in die Zukunft. Und das betrifft natürlich die Industriebetriebe ganz besonders. Ja, was mich immer ein bisschen wundert, ist, dass die ganze Industrie da steht. Man erwartet Aufschreie von morgens um 8 bis abends um 12. Und die ganz großen Manager, die sind alle compliant. Also die sind alle auf dem grünen Trip, die wollen alle alles elektrifizieren. Die sind einverstanden. Wie kann das sein? Was ist mit denen los? Ich verstehe es auch nicht. Ich habe jetzt, also wenn man den Leuten sagt, ja, wir haben keine Aufträge und wir müssen sparen und das führt leider dazu, dass wir auch, ich sage jetzt mal, Entlassungen vornehmen müssen, wir haben keine Aufträge, dann machen die anderen Leute mit, die sagen dann, oh ja, wenn das alles so schlecht ist, dann können wir das ja auch verstehen, dann müssen wir alle, was weiß ich, hier uns zusammenreißen oder so. Aber wenn die neueste Keule kommt, also die Keule, gegen die mir gar nichts machen kann und gesagt wird, ja, wir müssen aber jetzt 1 Milliarde einsparen, weil wir klimaneutral werden wollen, dann fällt einem gar kein Argument mehr ein. Dann ist das halt eben so. Das ist Gott gegeben. Da kann man gar nichts mehr machen. Ja, was macht man dann da? Also ich frage als Laie, was macht man dann als Unternehmer? Ja, dann macht man zu. Ja, also wir als Kleinstunternehmer, wir können ja nur zusehen, dass wir fleißig sind und dass wir termintreu sind und vor allen Dingen preistreu und dass wir unsere Angebote so transparent wie möglich gestalten und dass man innovativ und trotzdem noch investiert und die Nachfolge sichert. Was wollen Sie noch mehr machen? Ja, genau. Also Sie setzen auch keine Hoffnung in Neuwahlen dann? Also da setze ich schon ein bisschen Hoffnung rein, ja. Das ist ganz klar. Ja, vielleicht nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Vielleicht wäre das noch zu früh. Ja, genau. Ja, also das ist ja wirklich frappierend, die Stimmung. Sie benehmen sich also wie ein Bauer, wenn ich es mal so grob sagen darf. Sie arbeiten ordentlich, hoffen, sind auch noch Jäger, ja. Ja, genau, also da würde ich... Und Angler bin ich auch noch, also jetzt ganz schlimm, ja. Also ja gut, da haben Sie wenigstens was zu tun, ja, aber das ist natürlich, da dürfen Sie sich natürlich dann nicht erwischen lassen. Ja, genau, also lieber Herr Döring, herzlichen Dank für diese Ausführungen. Sie schauen also, wenn ich das richtig verstanden habe, ein bisschen ratlos in die Zukunft, haben jetzt wieder mal ein bisschen Aufträge und hoffen, dass sich das irgendwie verstetigt, ja?
Also ich hoffe natürlich auf die Zukunft und ich sage jetzt mal, wer mich kennt, der weiß, dass also ich echt immer gut drauf bin und sehe immer nur positiv in die Zukunft hinein und versuche auch mein Umfeld ein bisschen zu motivieren. Und ja, durch Sendungen wie Ihre fühle ich mich auch motiviert. Das ist ja, sehen Sie, das ist genau der therapeutische Effekt, von dem ich vorhin gesprochen habe. Aber verstehen Sie denn auch die Bauern, die dann irgendwann sagen, okay, ich bin jahrelang positiv gewesen und immer wieder kommt der Cem vorbei und erzählt mir was Neues, Wildes. Und dann kommt die Frau Lang und dann kommt auch die CDU. Wissen Sie, was das Allerschlimmste für mich ist, wenn ich an Feldern vorbeifahre und sehe diese ganze Photovoltaik da. Und wenn ich zugeschüttet werde mit Werbung, wo ich praktisch Freiflächen anbieten soll, damit die in Photovoltaik umgewandelt werden soll. Und dann sind Agrargebiete abgebildet und die sollen möglichst komplett zugepflastert werden mit diesen Photovoltaik-Geschichten. Und dann denke ich mir, okay, pflastert doch unsere Dächer zu, das könnt ihr ruhig machen. Aber das andere ist Nahrung, das ist Leben, das ist unsere Existenz. Das finde ich falsch, das finde ich nicht richtig und nicht nachvollziehbar. Auch als Jäger nicht, weil da wächst nichts drunter. Wie soll das bejagt werden und so weiter? Wie soll da ökonomisch was gemacht werden? Das pflegt doch auch keiner mehr. Das sind dann Brachflächen, die sind dann wirklich kaputt. Da kann man ja erzählen, was er will. Ich finde es ganz, ganz furchtbar, wenn ich das sehe. Und das führt nicht zum Ziel. Von mir aus sollen die alle Dächer hier mit Photovoltaik belegen. Ja, da wird auch noch das Landesamt für Umwelt, nein, nicht nur die, sondern alle anderen Ämter, die werden da auch noch schön mitreden wollen, ob das überhaupt gestattet ist und so weiter, ob die das überhaupt wollen und so weiter. Ansichten sollen ja auch nicht irgendwie beschädigt werden. Ja, aber da müssen die auch was aufwerten. Ja, das erinnert mich an den Spruch von 68, macht kaputt, was euch kaputt macht. Und mit den Photovoltaikanlagen, das kann ich Ihnen erzählen, da werden sich die Wildschweine drunter verstecken, die sind nämlich sehr clever, ja. Die verstecken sich auch in den Maisfeldern. Und ja, genau. Gut, also Herr Döring, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel, viel Erfolg in diesem Jahr, trotz allem, ja. Und und wünsche Ihnen, wie gesagt, viel Erfolg und einen schönen Abend auch. Herzlichen Dank. Gut, meine Damen und Herren, das ist natürlich jetzt hier wirklich so ein bisschen eine Ratlosigkeitsgeschichte, wenn ich jetzt die Bauern sehe, die nach einigen Jahren, denen der Kragen geplatzt ist und jetzt alle auf der Straße des 17. Juni stehen. Eine große Spaltung der Gesellschaft. 60% der Bevölkerung ist übrigens auf Seiten der Bauern. Die anderen 30% sind wahrscheinlich die Hardcore-Linkswähler, die da sagen, Bauern ist sowieso was für Ewiggestrige. Wie will man denn in Zukunft damit umgehen? Glaubt man, dass diese Bauern das vergessen? Glauben die, dass diese Bauern diese Demonstrationszüge, diese Solidarität und dieses Anliegen vergessen? Naja, in jedem Fall habe ich da für Sie deshalb noch eine schöne Bauernregel, die mir selber eingefallen ist. Ja, und die heißt, wird der Bauer gerade zum Tier, dann liegt es wohl an Özdemir. Ja? Und lange vor dem Osterschmaus schmeißen wir den Habeck raus. Das habe ich nur von den Bauern gehört. Das ist natürlich nicht meine Meinung. Und um das sinken zu lassen, würde ich jetzt noch mal eine kleine Musik anregen. Und zwar was ganz Tolles. Und David Garrett, Bittersweet Symphony. Ja, meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen noch viel Spaß mit den Bauernprotesten. Es ist ja überall was los. Ich habe gestern auch schon in der Autobahnauffahrt gestanden und habe den bösen Menschen dazu gewinkt oder heißt gewunken, ich weiß es nicht so genau. Ich hoffe, dass Sie keine Shortages und Mangelversorgung im Supermarkt haben werden. Ich gebe Ihnen noch einen kleinen Bauern, eine kleine Bauernregel mit LBGT. Ja? Trägt der Knecht beim Melken Strapse, muss er schnellstens in die Klapse. Und damit entlasse ich Sie heute in diesen Tag. Hoffe, dass Sie vielleicht auch noch eine Demo finden, wo Sie mitgehen können diese Woche. Das ist jetzt ein bisschen, lehne ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich werde es auf jeden Fall machen. Danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Regie hatte Oliver Höhn heute, der mich wunderbar betreut hat und die Technik war in den Händen von Jörg Reinke und Thomas Hoffmann. An alle drei ganz, ganz herzlichen Dank und Ihnen noch einen schönen Abend.